Also das erste Mal nach der Tat war ich ein Jahr später in etwa. Da war auch mein Therapeut, ist extra von Stuttgart hergefahren. Wir sind dann zusammen in das Klassenzimmer rein. Und ja, schon als ich reingegangen bin, zum ersten Mal in die Schule, als ich gesehen habe, da sind noch die Markierungen von den Patronenhülsen oder auch die Löcher in der Türe, war natürlich sehr hart. Und als ich dann zum ersten Mal im Klassenzimmer drin war, ich bin dann sofort zu meinem damaligen Platz gelaufen, habe mich umgeguckt und es kam mir so vor, als wäre es in der Erinnerung die Türe viel weiter weg gewesen. Also wo dann der Täter stand. Auch wenn ich heute noch dahin gehe bei den Jahrestagen und ich stelle mich direkt an den Platz, wo ich saß, ich kann es mir nie vorstellen, dass ich wirklich so nah an der Türe hinten saß. Es ist in meiner Erinnerung immer viel, viel weiter weg. Also momentan bin ich doch sehr gefestigt, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht zu dem Termin heute gekommen und könnte so offen darüber reden. Es gibt Zeiten, da denke ich gar nicht an das Geschehene, da läuft es wirklich gut und dann gibt es halt Zeiten, da denke ich tagtäglich dran. Das lasse ich mir aber nicht anmerken, weil ich doch das gut verdecken kann und ja. Ja, also wenn ich irgendwelche Flashbacks habe, wenn mir Bilder vor Augen kommen, dann nehme ich das Bild, schließe es weg, gehe in Gedanken in einen Raum, in einen Keller, schließe das Foto weg, habe einen Code, den ich mir merken kann, einen imaginären Tresor und da bleibt es dann auch. Und dann gibt es auch manchmal, da gibt es Momente, da denke ich an den Tag nach und habe aber gar nicht das Bedürfnis, die Bilder jetzt wegzusperren. Dann denke ich nach, wie ist das geschehen, was genau ist da passiert. Und da ohne irgendwie mich danach schlecht zu fühlen, kann ich da wirklich ganz offensiv darüber nachdenken. Ich habe eine tolle Familie, die mir hilft. Ich habe tolle Freunde. Ansonsten, ich habe viele Hobbys. Ich gehe zum Fußball, ich gehe auf Konzerte und ja, habe einen tollen Freundeskreis und die helfen mir, an denen kann ich festhalten, falls irgendwas mal ist, falls es mir wieder schlecht geht. Ja, das ist eigentlich meine große Therapie bis heute.